Ist okay, ja. Okay, ich habe hier Padelun, Mitglied, Mitbegründer des Füllguts und auch Mitglied in der Enquete-Kommission. Und die Enquete-Kommission des Bundestages, und da geht es um die Netzpolitik. Kannst du uns da über den Stand informieren? Wo steht die Enquete-Kommission im Moment? Wann ist mit einem Ergebnis zu rechnen? Ha, jetzt werde ich mal ganz piratisch antworten. Ja, bitte, mach das. Die Enquete-Kommission des 17. Deutschen Bundestags, Internet und digitale Gesellschaft, hat ihre Papiere veröffentlicht. Jeder kann auf die Website gehen vom Bundestag, ja. /Internet-Enquete, ruhig, lass mich ausreden, und sich die Paper angucken, reinklicken, die Berichte, die schon verabschiedet sind, sind da, und man kann sogar mitschreiben. Man kann ins Adhocracy, also leider kein Liquid Feedback, was ich ursprünglich mal wollte, aber ein Adhocracy, was der Liquid Feedback Verein für die Enquete-Kommission aufgesetzt hat, kann da reingehen und auch an Paper mitarbeiten, Ideen reinbringen, Handlungsempfehlungen reinbringen. Wäre klasse, wenn das mal Leute machen würden. Ist denn Adhocracy so angenommen worden, wie ihr euch das gewünscht habt? Nein, aber das sind natürlich auch ein bisschen mit Verschulden der Enquete. Das heißt Verschulden, von Schuld kann man kaum sprechen. Es war halt, wir haben sehr früh, habe ich das reingebracht in der großen Sitzung, lasst uns sowas machen. Das ist auch auf Interesse sofort gestoßen. Dann wurde es auch beschlossen. Dann hat aber Lammert, als Büro Lammert und Ältestenrat gesagt, nee, wollen wir doch nicht. Und dann haben wir es nochmal reingeschoben. Da hat Alva auch sehr ordentlich mitgearbeitet. Erst haben wir so eine Gruppe gemacht, die sich damit beschäftigt hat, innerhalb der Enquete nochmal, eine Mediengruppe. Und dann war es so, dass es immer noch hin und her und Gewickel gab. Und dann war es letztendlich der Vorsitzende, der Fischer, den ja alle immer bashen. Aber der hatte dann die eigentliche Idee, wie man das machen kann, dass es trotz der Direktive des Bundestags möglich ist, dass die Bundestagsverwaltung in einem extern aufgestellten Autocracy Papers reinbringen darf. Das war so ein Sekundenblitzding von ihm, und das haben Alba und ich sofort angenommen, und dann haben wir dafür gestimmt und jetzt können wir damit arbeiten, wobei ich mich selber rügen muss. Ich bin seltenst im Autocracy selber. Eigentlich müsste ich da auch täglich quasi reingucken, aber ich merke eben auch, dass ich die Zeit überhaupt nicht dafür habe, weil wir so mit Papern überschwemmt werden, dass ich da noch kaum reingucken kann. Aber eins ist gesichert, das Büro von der Enquete, also die wirklich richtig viel Arbeit machen, die gucken da rein, die bringen auch Sachen rein, die reingestellt wurden. Man guckt sich auch die Twitter-Sachen an und die Foren, die auf dem Bundestag-Server drauf sind. Also tatsächlich gibt es da die Möglichkeit, Bürgerbeteiligung auszuprobieren, und ich kann nur sagen, macht es! Testet es. Wahrscheinlich noch bis Ende des Jahres gibt es die Enquete. Wir blenden die Links unten rein. Bitte? Wir blenden die Links dann unten im YouTube-Channel ein. In Fefes Blog bist du ja beschuldigt worden, eine Entscheidung, die, sag ich mal, ungünstig ausgefallen wäre, weil jemand krank gewesen ist, verzögert zu haben, um konform abzustimmen. Kannst du das aus deiner Sicht nochmal schildern? Meine Abstimmungskonformität lässt sich gut nachempfinden. Wer sich einfach mal die große Sitzung anguckt, die es danach gegeben hat, wo es um diese eigentlichen Abstimmungen ging, wird feststellen, dass ich ein sehr abweichendes Abstimmungsverhalten zeige. Also auch schon so, dass es fast, also mir selber peinlich ist, weil es ist schon nicht nett, dass ich an der Seite des Tisches sitze, wo eben auch bestimmte Beschlüsse gefasst wurden, und ich dann halt quasi immer dagegen stimme oder mit Enthaltung stimme, weil ich einfach als jemand, der diese Bewegung mit angestoßen hat, Demonstrationen gemacht hat, bestimmte Sachen auch wirklich durchzusetzen, ich dann eben sage, dann geht es einfach nicht, dass ich dann aufgrund dessen, dass wir halt guten Bericht haben oder Sachen durchbestimmen können, ich nach politischen Mehrheiten entscheiden lassen. Was schade ist, dass sich tatsächlich viele Leute in der Enquete an die Fraktionsdisziplin halten. Also man wird feststellen, dass doch nach Fraktionen im Grunde abgestimmt wird. Das gilt auch für viele der Sachverständigen. Was ich schade finde, weil eigentlich sollte in der Enquete nur persönliche Überzeugung reingehen. Dass es im politischen Tagesgeschäft mal anders gehen muss, ist jetzt erstmal geschenkt. Kann man so oder so sehen. Es gibt für die Gewissensfreiheit von Abgeordneten Gründe. Es gibt aber auch Gründe dafür, sie eben an manchen Stellen auszuhebeln. Aber ich denke, dass ich da, was das betrifft, ich mich schon sehr stark aufgestellt habe. Dass ich für eine Verschiebung gestimmt habe bei der fraglichen, von viel formulierten Geschichte, hat auch einen ganz klaren Hintergrund. Ich fand die Art und Weise, sozusagen nur auszunutzen, dass einer nicht da ist, schon ein bisschen creepy.
Das ist nicht die Art, wie ich Politik machen will. Ich möchte eigentlich nicht, dass abgestimmt wird. Ich möchte Konsens finden. Nee, Konsens, was ist die Mehrzahl von Konsens? Konsens ist, glaube ich, die Mehrzahl von Konsens. Ich möchte Konsens finden. Und das ist mir sehr viel wichtiger. Aber genau dieses Taktieren, was leider auch die Fraktionsparteien, also Regierungsfraktionsparteien gemacht haben, haben dazu geführt, dass eben doch eine missliebige Stimmung aufkam. Aber ich denke ansonsten, wer meine Arbeit kennt, weiß, da hat Fefe zu schnell geschrieben, es wird da auch zu schnell geschossen und so. Aber das ist halt der unschöne Teil von Politik, mit der ich mich eigentlich gar nicht so verbunden fühle, weil ich bin kein Politiker. Ich bin Künstler, der versucht, die Sachen, die er seit vielen, 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 vielen Jahren versucht durchzubringen, eben umzusetzen. Und an vielen Stellen fehlt mir auch ein ernsthafter Diskurs. Nehmen wir mal das Beispiel Netzneutralität. Wo ich ein bisschen lauter spreche. Lauter? Ja. Noch lauter? Ach du liebes bisschen. Ja, so ist es in Ordnung. Nehmen wir mal das Beispiel Netzpolitik. Dann klingt es ja so, als würde ich schreien. Ja, das Mikrofon hier ist nicht so toll. Dann komm näher. Ja, dann bist du nicht so richtig im Bild drin. Das macht doch auch nichts. Also wie ich aussehe, da kann man sich auch per Google-Suche alles Mögliche angucken. Wunderbar, wunderbar. Wollen wir wissen. Netzneutralität. Noch heute gibt es innerhalb der Netzszene noch nicht mal eine einhellige Meinung dazu, wie Netzneutralität eigentlich ausgestaltet sein muss. Für einen politischen Beschluss und dafür und dagegen. Ich glaube, das Netz ist sich einig, dass es nicht so wie die Telekom das definiert. Also, oder ist das jetzt wieder zu Moment, plastisch? Es gibt nur einen Satz, den alle am Tisch abnicken, alle, die da sitzen, also von links bis rechts, die sagen, wir wollen Netzneutralität. Die Ausgestaltung davon ist aber eine spannende Sache. Skusi sagte, nee, es war nicht Skusi, sorry. Das war Andreas aus Bielefeld, der mir sagte, Netzneutralität ist schön und gut, aber an einer Stelle zum Beispiel ist die oft schon aufgehoben, zugunsten von einem selber, nämlich der Punkt, wo ich selber entscheiden kann, wie die Leitung zwischen mir und meinem Provider ausgenutzt wird. Also, wer halt zum Beispiel heute einen DSL-Anschluss hat mit Telefonie darüber, hat schon seine, weißt du, 256 Kilobit, die nur für Telefonie da sind. Das ist nicht mehr netzneutral. Ne? Und das machen sich aber viele gar nicht klar. Und dann gibt es so andere Fragen wie, dann gibt es Firma Müller, die hat in Stuttgart ein Werk und in Kiel ein Werk. Jetzt kaufen die eine Terabit-Leitung an, um die beiden Werke miteinander zu vernetzen. Das läuft auch teilweise über, da wird halt irgendwas dazugeschaltet. So, ist es jetzt so, dass Firma Müller, wenn andere Leute die Leitung nutzen, einfach sagen müssen, naja, okay, wir zahlen sie, aber es ist halt kleiner. Gut, ich kann dann sagen, dann sollen die einen eigenen Draht legen und dann läuft es komplett über ihre eigene Struktur. Ist jetzt aber, ich glaube, da würden auch viele Leute, die bei Providern arbeiten und sich auch hier jetzt auf dem Parteitag versammelt sind, ist aber irgendwie gaga. Aber es gibt keine wirkliche Antwort dafür. Aber heißt das, keine der Kommission soll doch diese Antwort liefern, oder sehe ich das falsch? Ja, wenn wir mal diskutieren würden drüber. Und das Spannende ist, dass für diesen Diskursraum viel zu wenig Platz und Zeit ist. Eigentlich ist das ein Fulltime-Job, der da gemacht wird. Zumal diese Enquete-Kommission, ich glaube, insgesamt im Projekt rund 12 Themen abhandelt, wir dummerweise auch noch mit den 4 härtesten angefangen haben, da ist überhaupt keine Zeit. Und man muss dabei bedenken, dass die Arbeit teilweise nicht bezahlt wird, also es gibt eine Aufwandsentschädigung für die Politiker, okay, die werden bezahlt, aber die machen die Enquete-Kommission auch neben ihrer sonstigen Abgeordnetenarbeit. Ja? Das heißt, den Druck, der da ist, der wirklich dazu führt, ja jetzt mal irgendwie schnell, wo ist die Lösung und dann, welcher Wissenschaftler hat da schon zu geforscht und was kann man dazu sagen? Ist halt nicht wirklich vorhanden. Eigentlich müsste aus der Enquete rauskommen, wir müssen überhaupt erstmal miteinander reden und diskutieren. Und dafür müssen Gelder freigesetzt werden. Und da sind wir verdammt weit von entfernt. Noch darf ich da mal reingrätschen? Bitte gerne. Magst du in diesem Zusammenhang vielleicht den Heveling und seine digitale Kriegserklärung kommentieren? Also als er das gesagt hat, habe ich auch gesagt, na, er sollte sich aus der Enquete zurückziehen, aber es stimmt nicht. Heveling ist eigentlich kein schlechter Kerl. Also das klingt jetzt ein bisschen blöd. Das musst du näher ausführen, sonst kauft dir das keiner ab. Naja, der ist auch schon wirklich an Ergebnissen interessiert. Und ich sag mal einfach, je nach Blickwinkel, den jemand hat, sehen Sachen ganz anders aus. Also wir reden zum Beispiel über Downloads und dass es Künstlern hilft. Bei Musik würde ich gar nicht mal sagen, dass das so falsch ist. Bei Filmen ist es anders. So wie ich zum Beispiel Leute sehe, die Filme angucken, die gucken den einmal an und werfen ihn weg. Den kauft man danach nicht. Man bezahlt es nicht. Meine Lösung dafür war,
Und das habe ich auch Gott sei Dank mit Hilfe von Jimmy Schulz dann auch hinbekommen, ist zu sagen, ich fordere ein digitales, anonymes Bargeld. Das würde nämlich bedeuten, ich kann Peer-to-Peer irgendwo einen Film holen, kann aber auch bezahlen. Kann ich das mit Bitcoins vergleichen? Nee, Bitcoin ist Gold, kein Geld. Also aber ich möchte, ist auch anonym, oder? Weiß ich nicht. Ich habe mich mit Bitcoins nicht allzu sehr beschäftigt. Mir geht es darum, ein Austauschformat. Mehr sowas wie die Wertmarkt, die ja, ich will nicht Gold. Das geht schon. Ja, der CCC hat ja noch einen Verteil-Ebene da drin, sehr gut. Das beides zusammen, also eines digitalen Gelds, ich werfe jetzt mal den Namen nach David Chaum damit rein, der eben, wo eben Geld, also Austauschwerte halt geschaffen werden können aufgrund von Vertrauen, ist was anderes, als wenn ich erst Gold schürfen muss. Ich glaube nicht, dass wir eine Goldwährung brauchen, sondern wir müssen Kredit in Geld umsetzen und damit muss es möglich sein, dass wenn ich mir einen Film hole, ich dann halt die 79 Cent da hinschicke oder die 1,30, was es kostet, und die Leute damit dann arbeiten können. Darf ja, bitte. Ich einen Vergleich auch stellen und deine Meinung dazu hören? Viele sagen ja, Musik downzuladen, ohne zu bezahlen, ist wie Ladendiebstahl. Ich würde sagen, es ist wie wenn ich in die Gemüseabteilung gehe und eine Weintraube probiere. Da würde auch niemand sagen, ich bin ein Ladendieb. Ja. Und wenn mir die Weintraube schmeckt, kaufe ich sie. Und ansonsten stelle ich das Ganze wieder zurück. Ja. Also Analogien zwischen digitalen Daten, die ja einfach Daten sind. Geistiges Eigentum und reales Eigentum. Schönes Beispiel. Und realen Gegenständen. Hinken immer. Manchmal ist es gut, sowas zu verwenden, also Vergleiche aus der analogen Welt zu nehmen, aber nur als Vergleich. Und man muss auch wissen, wenn es nicht hinkt, ist es auch kein Vergleich. Hier geht es um Immaterialgüter. Geistiges Eigentum gibt es nur dann, so hat es mir Lena Simon erklärt, die das in ihrem Blog da beschrieben hat, lena.de ist, glaube ich, jetzt der erste Artikel, gibt es nur dann, ich habe etwas erfunden. Es ist in meinem Kopf. In dem Moment, wo ich dir das oder dieser Kamera und euch da allen erzähle, ist es nicht mehr mein Eigentum, es ist bereits kopiert. So, das heißt, geistiges Eigentum gibt es nur, wenn ich es einfach für mich behalte. So, in dem Moment, wo ich etwas schaffe, wo ja auch Arbeit, Kraft, Geist, zum Teil Hunderte, Tausende von Leuten mit dran arbeiten, dann habe ich ein Immaterialgut geschaffen, was halt frei kopierbar ist. Dadurch entsteht kein Produktivschaden, in dem Sinne, wie wenn ich ein Auto klaue, dann ist es halt weg. Wenn ich halt ein Auto kaufe, dann ist das Auto aus dem Laden entfernt und dann muss ein neues halt rein, muss produziert werden und hingestellt werden. Hier ist es anders, bei Immaterialgütern ist das Gut einmal da und dann wird nur noch kopiert. Und so ein bisschen wie Schwarzfahren, ne? Ja. Und, aber wenn ich dich da dann nochmal... Moment, lass mich das nur ausführen. Ja. Und was ich möchte ist dann, und worüber ich dann reden sollte, ist ein Monopolrecht. Das heißt, diejenige oder derjenige, der was geschaffen hat, im Materialgut... Das Urheberrecht hat. Urheberrecht hat er sowieso. Um das geht es ja auch gar nicht. Das soll ja überhaupt nicht angetastet werden. Geht ja um Verwertung. Alles klar. Ne? Dann muss der die Möglichkeit haben, aus diesem Ding auch genug Geld rauszuziehen. Das ist dann sein Risiko, dass er genug Leute findet, die es kaufen. Aber stellen wir mal vor, so ein YouTube-Klick bringt halt, wenn ich ein Filmchen da oder du dein Ding da machst, ne, dann gucken sich das, sagen wir mal, 4.000 Leute an. Angenommen, du hättest hinterher 4.000 Euro daraus. Dann könntest du jetzt auch eine schöne Kamera haben, statt der mit dem... den wir nicht nennen. Ne? Den wir nicht nennen. Ne? Und du könntest dann zusammen mit deinem Kumpel und noch ein paar anderen Leuten auch davon leben. Was ich wichtig finde in einer Welt, in der wir ja, in einer Kommunikationsgesellschaft, in der wir davon leben, dass wir kommunizieren, wo wir rausfinden müssen, wie nutzen wir die Kommunikationsgesellschaft und überleben dabei. Weil das derzeitige Modell, ich mache halt irgendwo einen Job und Kommunikation machen halt hier... Avanti, Dilettanti, irgendwelche Leute und damit muss man halt leben, reicht nicht. Also wenn man wirklich mitbekommt, wie Leute sich die Kante geben, zum Beispiel bei einem Computerspiel, nur dafür da sind, eine kleine Ecke so zu machen, dass sie ohne Ruckeln läuft, ja? Wo keiner sagen würde, das ist 12.000 Euro wert, die der Typ oder die Frau halt gekostet haben, damit sie überleben kann, ja? Das muss auch reinkommen. Und wenn ich ein gutes System habe, anonym, auf offenen Strukturen jemanden dann bezahlen zu können, dann würde ich das doch machen. Ne? Also ich glaube mal, dass die wenigsten hier einfach
Kriminelle sind, also keiner hier, sondern die würden die für die Sachen auch bezahlen, wenn es dafür halt entsprechende Möglichkeiten gäbe. Und zwar wirklich in dem Sinne von bezahlen, weil man es tut, nicht auf Spendenbasis. Du kannst nicht jeden, der kreativ arbeiten will, zum Fundraiser, also Spendeneinsammler machen, weil das ein eigenständiger Job ist. Also wenn der einen Spendensammler hätte, müsste er den auch erstmal wieder bezahlen. Und insofern denke ich, die Leute brauchen ein Monopolrecht, in der sie ihre Verwertung haben. Ob jetzt 10 Jahre nach dem Tod oder 70 Jahre nach dem Tod, ist mir gerade Wumpe. Aber wir brauchen ein gewisses Leistungsschutzrecht. Also für die Leute, die Noten eingespielt haben, wo der Autor schon länger als 70 Jahre tot ist, die haben ja dann wieder ihr Verwertungsrecht. Ne? So, an das muss man tatsächlich auch denken, wie man das gestaltet. Ob es jetzt so ist, wie ich es gerade gesagt habe, ist dabei egal. Da kann man auch andere Modelle machen. Aber diesen Diskurs muss man ernsthaft führen. Und das bedeutet eben dann, naja gut, dann geht der Film, kann er nicht für 79 Cent rübergehen, dann muss er für 8 Euro rübergehen. Und da muss man eben auch die 8 Euro mal ausgeben. Es sei denn, wir finden eine Gesellschaft, wo auch die Brötchen gratis sind. Dann kann man auch nur überlegen, ob es sinnvoll ist. Die Piratenpartei möchte ja gerne den nicht kommerziellen Download legalisieren. Egal, ob es sich um urheberrechtlich geschützte Sachen handelt oder nicht. Da höre ich jetzt so raus, dass du diese Position nicht so unterstützen würdest. Was ist nicht kommerziell? Also, nicht kommerziell ist, wenn ich es mir privat runterlade und da keinen finanziellen Nutzen draus schlachte. Peer-to-peer geht ja darauf zurück, dass ich sage, ich bin jemand, also in Deutschland, ich bin jemand, ich habe eine CD gekauft, also Musik-CD. Ich habe das Recht davon, ein paar Kopien zu machen und ob ich die jetzt jemandem stofflich brenne und weitergebe, also jemandem, der mir nahesteht, oder ob ich die übers Netz gebe, ist egal. So, daraus hat sich aber... Die Piratenpartei sagt ja, Download ist okay und wenn ich die Musiker unterstützen will, kaufst du dir zusätzlich noch die CD. Und Download ist okay, aber was soll ich mit dieser scheiß CD? Guck mal, ich habe hier einen Stapel mit CDs mit freier Musik. Ja? Die will hier kaum jemand haben. Weil ja, weil die Leute sich das alle runterladen können. Ja, super. Aber, ich denke mal, dass diese CD, ja, dahinter steht ein Wettbewerb. Ja? Die CDs werden auch frei verschenkt, wir legen die halt bei. Ja? Warum sollte man die CDs nicht auch für einen Zehner einfach kaufen und auch sich klar machen, dass hinter Arbeit auch immer ein Wert steckt, der auch dazu führen muss, dass Leute, die für diese Arbeit machen, auch bezahlt werden. Also auch der Diskurs, den die Piratenpartei gerade führen muss mit ihren Parteivorsitzenden, ja, wo man sich dann überlegen muss, klar ist schön zu sagen, macht das schön kostenlos, weil andere ist ja scheiße. Das funktioniert aber nicht, das macht Leute fertig. Man muss davon leben können, man muss auch mal sich zurückziehen können. Also ich habe über Jahrzehnte dafür gearbeitet, ja, dass ich arbeiten kann. Ich bin Künstler, ja. Und es ist einfach notwendig, dass wir bestimmte Leute bezahlen. Und manchmal ist es auch komisch, weil eigentlich, also selbst ich als Künstler kenne das, dass ich von Leuten manchmal bezahlt werde. Aber ich denke, eigentlich müsste ich die bezahlen, weil ich von denen mehr gelernt habe als die von mir. Aber da gibt es halt Spielregeln. Und ich denke, damit sich wirklich intensiv zu beschäftigen, über jetzt die geistiges Eigentum, nein, den Begriff gar nicht hinaus, da ist uns Lena, hier kannst du einmal ins Bild holen. Kenne ich, sie ist ja auch Piratin, genau. Feminismusdebatte. Sie ist diejenige, die den Diskurs zu geistigem Eigentum in die Enquete reingeholt hat, gegen einen Widerstand. Das war für viele Leute ein ganz rotes Tuch und sie haben uns dann auch immer Beobachter vom Kanzleramt in die kleine Gruppe reingesetzt, den ich auch ganz nett finde, aber das ist egal. Also ich glaube, da muss man tiefer reingehen, damit es auch zum Beispiel für diese komischen Autoren, die jetzt da sagen, so gegen kostenlos Kultur, also das Unwort, sich zusammenrotten, damit die überhaupt mal begreifen können, dass es gar nicht gegen sie geht, sondern eher für sie. Ja? Und ich glaube, wenn man da wirklich versucht, diesen Diskurs zu versachlichen, auch andere, andere Begriffe verwendet, Immaterialgüter, Monopol, Recht, wie immer man es nennen will, dann könnte man den Diskurs so versachlichen, dass man tatsächlich ernsthaft einen gesellschaftlichen Konsens finden kann, dass man eben überlegen muss, dass nicht unbedingt es Aufgabe der Konsumentin oder des Konsumenten ist, etwas gratis zu konsumieren, sondern dass dazu eben auch gehört, zumindest noch in unserem System, es kann ja sein, dass wir Geld irgendwann ganz abschaffen, aber da sind wir noch weit von entfernt,
Und das wird auch die Piratenpartei so schnell nicht schaffen, weil es noch keine anderen wirklich funktionierenden Modelle gibt, die für Massengesellschaften funktionieren, also über eine WG hinaus. Also überleg mal allein, wie schwer es ist, in der WG zu regeln, wer den Abwasch macht. Ja, so. Klo putzen. Klo putzen. Wird noch besser, die Idee. Abwasch geht ja manchmal schon. Dann glaube ich, ist das auch etwas, woran die Piratenpartei tatsächlich erstarken kann. Das kostenlos Kopieren ist ja nur ein Ausweg daraus, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe zu bezahlen. Weil wir wollen ja aufgrund der digitalen Revolution, um mal dieses blöde Wort zu nehmen, ja nicht als Endverbraucherinnen und Endverbraucher nur die Nachteile der Digitalisierung genießen. Wir wollen ja auch die Vorteile haben. Die Vorteile sollen ja nicht nur auf Seiten der Industrie sein. Sprich, die brauchen nichts mehr herstellen und sammeln nur noch Geld ein. Das wollen wir ja nicht. Das ist ja der Punkt, den wir ihnen übel nehmen und den wir ungerecht empfinden. Sondern es muss ein Verhältnis auf Augenhöhe hergestellt werden zwischen den Leuten, die was machen, Leuten, die bei der Verwertung... Die Piratenpartei hat ja im Moment ein sehr negatives Presseecho. Künstler beschuldigen die Piratenpartei, das Urheberrecht abschaffen zu wollen. Wo meinst du, muss die Piratenpartei da etwas sensibler umgehen? Weil letztendlich will die Piratenpartei ja das Urheberrecht reformieren und sie will ja auf keinen Fall, dass die Künstler nicht mehr von ihrer Kunst leben können. Was würdest du da den Piraten empfehlen, dass sie ihre Politik besser an den Mann bringen, dass sie die Künstler mehr einbeziehen? Ich glaube nicht, dass die Piratenpartei das Urheberrecht abschaffen will, sondern sie will es stärken. Wo es Veränderungen gibt, ist speziell im Verwertungsrechtbereich und beim Leistungsschutzrecht. Und ich glaube, diesen Unterschied, der muss deutlicher herausgearbeitet werden. Und ich empfehle da mal das Antwortschreiben des CCC, also 42 Hacker antworten. Die den Tatortautoren geantwortet haben. Ja, genau. Das ist super. Also ich war sehr begeistert davon, als ich das dann las. Das ist wirklich ein schönes Papier, wo eine ganze Menge drinsteht, aus dem man dann halt weiterarbeiten kann. Würdest du sagen, dass dieses Antwortschreiben auch der Heveling verstanden hat? Das weiß ich nicht, ich habe ihn nicht gefragt, sorry. Aber siehst du ihn nicht in der Enquete-Kommission hin und wieder? Sprecht ihr miteinander? Naja, es ist eine große Runde. Nach den Sachen ist man meist schnell auseinandergelaufen. Die Urheberrechtsgruppe, die eigentliche, ist ja auch schon beendet. Insofern sitzen wir jetzt nicht in einer kleineren Gruppe zusammen, also in den Projektgruppen. Aber wenn ich sowas habe, ich könnte ihn auch ansprechen. Ich habe auch vergessen, Birgit Zylpris anzusprechen. Birgit, ja. Heißt sie Birgit? Ja, doch, so heißt sie. Ja, Birgit Zylpris anzusprechen auf die Geschichte mit den Verfälschungen in den Max-Planck-Gutachten und so. Aber man muss nicht jeden Handschuh aufnehmen, der gerade fällt. Und ich glaube auch, dass Herr Heveling seine Meinung im Zweifelsfall auch ohne mich finden kann. Und ich denke mal, was geschafft wurde, und da ist die Enquete-Kommission ein ganz spannendes Instrument, ein Bewusstsein für Netzpolitik zu schaffen, ein Bewusstsein für eine digital vernetzte Gesellschaft zu schaffen, die halt in die Parteien hineinarbeitet. Und das Wichtige, das Allerwichtigste, was ich mir wünsche, ist, dass die Leute, die in der Enquete drin sind, egal ob wir sie leiden können oder nicht, dass wir denen auch so weit den Rücken stärken, dass sie von ihren eigenen Parteien gehört werden und gefragt werden, wenn es um etwas geht. Und dass die Leute dann auch sachlich gute Informationen bekommen und sich nicht nur einfach gegen Pöbeleien wehren, wo man dann halt einfach dicht macht, weil wer hat schon Bock, sich dauernd anschreien zu lassen? Gut, als Politiker muss man fast sagen, also höre ich immer wieder auf den Gängen, ist man es ja quasi gewohnt, aber da würde ich mir auch andere politische Formen sehr wünschen. Und Jens Best sollte sich endlich mal bei Herrn Fischer um Entschuldigung bitten für die unflätigen Beschimpfungen, die er da schon über Twitter geschickt hat. Dann würde ich ihn auch wieder followen bei Twitter. Also ich glaube, dass wir da... Das war also das erste Friedensangebot. Bitte? Das war eben das erste Friedensangebot. Zu Jens Best. Ja, das war gerade mein erstes Friedensangebot an Jens Best. Aber ich glaube, dass wir in der politischen Kultur viel lernen müssen. Dafür sehe ich auch die Piratenpartei als toll an, weil jetzt wird es ja auch für die Piratenpartei ernst. Also, hältst du denn die Piratenpartei für regierungsfähig? Naja, ob die Nasen oder ist es gibt eine Protestpartei? Es gibt so einen schönen Satz von Ilona Staller, also Lucky Colina, die Pornodarstellerin in Italien, die auch kandidiert hat fürs Parlament. Die sagte mal,
bringe jetzt, solange nicht unfähigste Frauen in höchsten Positionen sitzen, haben wir die Emanzipation noch nicht geschafft. Und ich denke, das kann man auch auf Politik ummünzen, wenn man sagt, solange nicht unfähigste Menschen auch in höchsten Positionen sitzen, hat man die Nivellierung des Gleichgewichts noch nicht geschafft. Ich glaube jetzt nicht, dass Piraten, egal wie sie drauf sind, wenn sie in Parlamente rutschen, so viel Schaden anrichten werden, weil ich schon glaube, dass Menschen auch lernen. Was man gucken muss, ist, dass die Spinner möglichst rausbleiben, sondern dass Leute, die wenigstens lernwillig und möglichst auch lernfähig sind, damit reinkommen. Und dann sehe ich da nicht so ein großes Problem. Ich selber bin auch ein sehr, sehr dummer Mensch. Also mich erschreckt meine eigene Dummheit meist mehr als die Dummheit anderer. Ja, aber das macht dich doch schlau. Lerne auch. Bitte? Das macht dich doch gerade schlau. Wer genau erkannt, dass er dumm ist, ja, kennst ja du auch, ne? Gut, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, aber ich meine es drüber hinaus, ich meine das ganz ernst. Ich glaube jetzt nicht, dass die Piratenpartei dem politischen System schaden wird. Es wäre nur schade, wenn die Piratenpartei, und das sehe ich bisher nicht, dass sie das betreibt, die Populismen, auf denen sie treibt und die Unkenntnis, auf der sie treibt, also wie sagte George Orwell, Unkenntnis ist Stärke oder Nichtwissen ist Stärke, wenn sie das nicht selber hinterfragt und nicht dann doch auf Machtpolitik setzt und Standardfiguren, sodass das ganze Kleinbürgertum hinter sich gebracht wird und dann doch ein Durchmarsch gemacht wird der Leute, die immer Recht haben. Nein, solange es eine sich hinterfragende Partei bleibt, glaube ich, hat keiner ein wirkliches Problem damit, selbst die Leute, die jetzt im Bundestag drin sitzen, nicht, weil das sind halt die Spielregeln und damit kann man ja schon klarkommen. Was würdest du sagen zu den Kritikern, die sagen, die Enquete-Kommission ist viel zu langsam, das Internet entwickelt sich sehr schnell und wenn jetzt der Abschlussbericht vorliegt, dann hat sich das Internet schon weiterentwickelt und wenn sich dann die Politik erst damit beschäftigt, ist der Zug schon längst wieder abgefahren? Also dieser Ventilismus, dass irgendwas sehr schnell gehen muss, den sollte man sich in der Politik abschminken, weil schnelle Politik ist falsche Politik. Haben wir gesehen bei Vorratsdatenspeicherung, obwohl die sich lange Zeit gelassen hat. Noch besser haben wir es gesehen bei Netzsperren. Das war ein schnelles Gesetz, ist im Bauschenbogen verdammt worden, politisch wieder beerdigt worden. Man muss gerade bei Dingen, die sich schnell entwickeln, zwar aufmerksam sein, und das hat die Politik verschlafen, und zwar 1990 oder so, nicht jetzt erst. Das heißt, wir sind eh jetzt schon ein paar zig Dutzend Jahre drüber über, es ist viel zu spät, aber es ist nie viel zu spät. Es ist nie viel zu spät, um jetzt nochmal anzufangen, was zu machen. Die Enquete ist nicht das Gremium, in der wirklich die Zukunft so vorausgesagt wird. Ist sie leider überhaupt nicht. Dazu hätte viel mehr Diskurs und weniger Paper bearbeiten sein müssen. Aber es gibt auch in den Papers Dinge, die junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nutzen können, um sie für ihre eigenen Arbeit, die dann halt in der Zukunft liegt, zu verwenden. Allein, dass die Enquete-Kommission abgestimmt hat, dank Lena Simons Arbeit, ja, den Begriff geistiges Eigentum möglichst nicht mehr zu verwenden. Genaue Formulierung habe ich nicht im Kopf. Das ist eine Revolution. Raubkopie noch? An keiner Stelle, also nie. Also nicht, dass ich wüsste. Nicht mal der Hebeling. Nein, vielleicht macht das im Interview, aber im Paper auch nicht. Und ich sehe schon, dass etliche Politiker, und zwar aus allen Lagern, auch von denen, die man es gar nicht erwartet, da auch sehr dezidiert sind, weil, und das ist das Spannende, im Bundestag schon eine Diskurskultur als Anspruch erhoben wird, der weit über das hinausgeht, was wir, als sagen wir, also ich vielleicht nicht mehr, aber viele junge Leute, so unterstellen. Also es läuft halt anders als am Stammtisch, sondern man ist sich schon Unterschiedlichkeiten bewusst, Einflüssen, und man versucht sehr korrekt miteinander umzugehen. Natürlich auch mal mit, wenn keiner hinguckt, einmal ein Bein stellen, aber dass ich so gewackelt habe, hat damit zu tun, dass ich gerade, das sah man nicht auf dem Bild, den Fuß so gehoben habe. Aber im Grunde geht das sehr, sehr, sehr anständig zu und damit lässt sich eine ganze Menge anstellen, aber die Enquete-Kommission, denke ich, hat Revolutionen geschaffen, also allein, dass der Bundestag elektronische Mittel nimmt, wie es ISAPET getestet hat, nicht so erfolgreich, da hat es nicht gut funktioniert mit ISAPET, aber auch über Mailinglisten versucht hat zu arbeiten, aber vor allen Dingen sowas wie Autocracy einzubinden. Hey, das ist, diese Enquete hat wahrscheinlich mehr geschafft als so manche andere, oder fast alle Enquetes vorher, nämlich es gibt tatsächlich eine Bürgerbeteiligung im Deutschen Bundestag, weil eigentlich ist der Bundestag so gebaldet, da sind Abgeordnete, denen vertraue ich meine Stimme an als Wählerin oder Wähler. Das bedeutet, 4 Jahre lang, und das steht so im Grundgesetz, soll der nach eigenem Gewissen
und Wissen entscheiden. Das ist ganz wichtig, dass Politiker eben nicht dem dauernden Einfluss der Straße unterliegen. Das muss man sich halt klar machen. Es geht nicht darum, dass wir Politikerinnen fernsteuern, sondern der sagt uns, was er machen will. Damit geben wir ihm die Stimme und nach 4 Jahren prüfen wir ab, ob es funktioniert hat. 4 Jahre sind auch schon notwendig, um überhaupt was. Die vergehen verdammt schnell in so einem Ding. Ne? Es ist jetzt schon bald wieder 2013. Ja? 2009 haben wir gerade, hat die Piratenpartei 58.000 Stimmen bekommen und da gab es einen neuen Bundestag und die Enquete, die hat ja auch direkt mit den Piraten zu tun. Und das ist. Wie soll ich das nochmal hinkriegen? Dieses Ding, da haben wir reingebaut, dass es eben die Möglichkeit gibt, an Papers mitzuarbeiten, ja, die reinzubringen, nochmal diesem grundgesetzlich verankerten Duktus zu hinterwerfen, dass dann nochmal im Paper ein Politiker drüber gucken und sich dem anschließen können oder ablehnen können. Das ist eine Revolution. Das hat es in der parlamentarischen Demokratie bisher nicht gegeben. Und was mir fehlt, ist der Jubelschrei darüber. Ja, es wird zwar immer viel gebasht, aber der Jubelschrei über die Dinge, die wirklich funktioniert haben. Oder dass eben geistiges Eigentum aus dem Enquete-Bericht verschwunden ist. Also wirklich mit härtesten Diskussionen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was dahinter steckt, einen Satz in diesen Bericht reinzubringen, der jetzt zitierfähig ist. Ja, der Jubel darüber, der fehlt mir, den wünsche ich mir. Und ich wünsche mir, wie sagt man so schön, mit einem Tropfen Honig fängt man mehr Bienen als mit einem ganzen Liter Galle. Das wünsche ich mir auch von der Welt da draußen, dass Leute auch mal die Dinge loben oder viel die Dinge loben, die da sind, weil dann auch die Kritik, die kommt, die ja auch oft berechtigt ist, dann auch ganz anderes Gehör findet. Also die Enquete ist immer noch ein halbes Jahr Chancen, die es zu nutzen gibt. Und nach dem Abschluss, wenn die Berichte da sind, dann gibt es einen Bericht, der auch eine Chance sein kann. Und dann muss man gucken, wie wir weitergehen. Die Karawane zieht weiter. Ich werde nicht aufhören zu arbeiten, nur weil die Enquete vorbei ist. Das war nicht mein Lebensziel. Das ist eine der Stationen, an denen ich bin. Das ist auch für viele andere so. Und dann hängt es noch davon ab, wie führen wir den gesellschaftlichen Diskurs weiter? Wie schaffen wir auch Geld heran, um den Diskurs überhaupt führen zu können? Also das sind halt Punkte, an denen wünsche ich mir auch von anderen Parteien, nicht nur von der Piratenpartei, Antworten in Heller und Pfennig oder in Euro. Herr Luhn, ich bedanke mich für das Interview und auch das, was du mit dem Füllgut für unsere Demokratie geleistet und geschafft hast. Herzlichen Dank. Ich danke dir. Klammern zum Ende. Klammern zum Ende. Ei, ei, Sir.